Hallo Freunde, heute wollen wir euch mal zeigen, wie die Drehgestelle an unserem Wagen getauscht wurden. Im vorherigen Video wurde schon vom Grund der Abstellung des Wagens 113 berichtet. Zur Wendezeit ging dieser außer Dienst, da ein gebrochener Wiegebalken diagnostiziert wurde. Um den Wagen vollständig instand setzen zu können, musste der Wagenkasten ohnehin von den Drehgestellen getrennt werden, damit alles aufgearbeitet und repariert werden kann. Als erstes muss der Wagen einmal auf den Hebestand geholt werden. Auf dem Betriebsgelände ist immer wenig Platz und so muss das ein oder andere Mal etwas rangiert werden. So auch heute. Damit nicht mehr rangiert als geschraubt wird, kommt der KTVD 22 einfach mal mit. Auch er wartet noch auf seine Wiedererweckung. In der Werkstatthalle, am Hebestand angekommen, geht auch das wilde Spiel schon los. Als erstes muss der Wagen und die Böcke in Position gebracht werden. Dann kommen noch die Traversen, jeweils zwischen zwei Böcke, darauf liegt dann der Wagenkasten auf. Und nun kann's losgehen! Der Wagenkasten ist endlich oben und jetzt können auch schon die Drehgestelle herausgefahren werden. Drehgestelle sind also draußen, jetzt muss noch alles vom jahrzehntelangen Dreck befreit werden, um letztendlich mal befunden zu können, ist der Wiegebalken wirklich gebrochen. Raus mit dem Ding und... Zum Glück nur die Feder ist gebrochen, nicht der Wiegebalken. Damit die Drehgestelle samt Kleinteile zum Sandstrahlen gehen können, muss der Wagen wieder auf Ersatzdrehgestelle abgesetzt werden. Diese werden jetzt aus dem Freilagergelände geholt. Das Interessante an diesen Gestellen, sie sind exakt baugleich mit unseren jetzigen. Sie waren vorgesehen für zwei weitere Beiwagen, die jedoch nie gebaut wurden. Nach kurzem Anpassen der Ersatzgestelle gehen diese nun unter den Wagen und der Wagenkasten kann darauf abgesenkt werden. Der Wagen steht auf seinen Hilfsbeinen und nun kann er auch schon wieder raus. Ja, manchmal muss eben auch mit Muskelkraft rangiert werden. Der erste Test ist überstanden und nun geht's wieder zurück. Treffen der Generation. Fast 40 Jahre liegen zwischen den beiden Fahrzeugen. Beliebtes Spiel an diesem Tag? Drehgestelle verschieben. Das hatten wir ein paar Mal. Ein wirklich letztes Mal geht's jetzt zurück in die Halle, damit die ganzen Kleinteile demontiert werden können. Und das ist übrig.